So, dann wollen wir mal schauen. Jetzt haben wir ja alles soweit. Tja. Würde ich mal sagen, kämpfen wir uns doch mal nach draußen. Hey, jetzt kommen wir hier gar nicht ohne weiteres durch. Hier ist ja schon wieder. Hier war ja ein Hunter. Hoffentlich schaffe ich es, einigermaßen an ihm vorbeizukommen. Ich habe so keinen Bock auf die Viecher. Boah. Ja, das war knapp. Wenn ich das mal so sagen darf. Und ich würde sagen, wir gehen oben lang. Unten sind mir zu viele Zombies. Hoffentlich sind hier jetzt keine Gegner. Hier Glück gehabt, hier waren keine. Hier war auch nichts. So, Rebecca ist bestimmt schon woanders. Ich gehe noch mal kurz gucken. Ich gehe noch mal kurz gucken, ob ich nicht noch mal was vergessen habe. Vielleicht irgendwo ein blaues Kraut oder so, was man da noch reinmischen könnte. So, legen wir mal kurz weg. Adler. Nee, scheinbar so, als hätte ich hier echt nichts drin. Ja, jetzt haben wir angefangen, jetzt müssen wir uns auch durchziehen, einmal hier komplett durchzuscrollen. Ich finde es voll lustig, wie das Ding da am Funkeln ist. Okay, Metallobjekt. Vielleicht sollen wir mal speichern. Okay, dann speichern wir. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Die Kurbel. Wir müssen die Kurbel noch mitnehmen. Ja, dann müssen wir. So. Achso, ja, klar, wir legen ja dann auch die Ink Robins wieder weg. Dann können wir ja. Ja, dann können wir ja doch noch was mitnehmen. So, 14 Mal gespeichert. Das ist hart. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich beim letzten Mal auch so oft gespeichert habe. Tja, dann wollen wir mal, wünscht mir Glück, ob das jetzt auch so klappt. Okay. Vier Lacher für Schuss in der Pumpgun. So, was kann uns jetzt erwarten? Ein Hunter frisst drei. Das heißt, einen Hunter können wir erwischen, vielleicht sogar einmal einen mit dem vierten. Ja, große Spinnen fressen zwei. Hunde fressen auch zwischen zwei bis drei. Außer ich treffe genau auf die 12. Verdammt. Ich muss zurück. Ich muss tatsächlich dieses blöde Metall-Umbrella-Ding da mitnehmen. Spontan vergessen. Zum Glück ist mir spontan wieder eingefallen. Dann gehen wir oben lang. Oben ist kürzer. Verdammt, Alter. Kleiner Umweg. Das kostet uns nochmal 5 Minuten. Warte. Ich leg das Ding weg. Muss ich ja doch das grüne Herbzeug weglegen. Mein Fehler. War mein Fehler. Ich wollte einfach alles Mögliche schnell mitnehmen. Da hätte ich das auch echt da drin lassen können. Hätte ich mir vorhin weniger Sorgen machen müssen. Oder? Warte mal, was ist das? Ne, 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 genau. Wir brauchen ja Stein und Metallobjekt. Genau, das brauchen wir. Wir brauchen Stein und Metall, nicht nur einfach das Steinobjekt. Das Stahlobjekt. Na, wie heißt es denn hier, Metall?
Wann ihr das Lustige ist auch? Ja, ich habe das Messer weggelegt, habe aber ein Messer oben drin. In der Seitentasche. Mir war mal so, als wenn das auch so war, dass es dann nicht da ist, wenn man es nicht mitnimmt. Aber naja, was weiß ich schon. Na gut, haben wir ein paar Minuten länger gebraucht für das Spiel am Schluss. Oh ja, das sieht auch schön aus. Er geht ja zum Glück ganz schnell hier. Nehmen wir halt keinen weiteren Herbst mit, dann haben wir jetzt nur ein Universal-Ding. Warnung, glaube ich, wäre falsch, wenn ich das auf Warnung nehme. Ich müsste es schon kritisch, dunkelrot auf jeden Fall das nehmen. Aber sieht ja ganz gut erstmal aus. So. Ich würde ja am liebsten mal echt so ein Haus erforschen. Natürlich jetzt ohne Zombies. Das ist schön, schön verwinkelt alles. Und so man sich mal die Bilder und so anguckt. Hat was. Geradeaus muss nur, genau. Und wo müssen wir dann lang? Wir müssen jetzt erstmal die Kurbel bewegen, also müssen wir geradeaus. Okay, keine Hunde. Das ist gut. Keine Hunde. Das ist doch wunderprächtig. So. Müssen wir hier das Ding wieder benutzen? Den alten Leierkasten erstmal hier wieder auf Vordermann bringen. So. Hey, wieso sind wir denn verletzt? Wieso sind wir nur auf Warnung? Hä? Warum bin ich die ganze Zeit auf gesund? Wann ist denn das passiert? Na toll. Das heißt, wir sind schon mal jetzt schon geschädigt. So, ja. Verdammt, ich dachte, ich könnte den Hundepart überspringen. Müssen wir doch nochmal den Wasserfall anmachen, runterfahren, Batterie rein, hochfahren, wieder Kurbel benutzen. Naja, wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Nein, gerade kam keine Videosequenz beim Auffüllen. Vor allem, weit entfernt ist ein Wasserfall zu hören. Der ist genau unter ihm, ist ein Wasserfall am Lauschen. Man hört weit entfernt einen Wasserfall. So, hoffen wir mal, dass hier nicht irgendwas anknabbert. Oh, da sind sie schon. Da sind sie schon. Nein! Scheiß kleinen Dinger. So, wir müssen jetzt echt aufpassen, wenn wir runterfahren. Hier waren ja alles mit Hunde verseucht. Ich hoffe, die Krähen sind nicht noch da. Vor allem hoffe ich, dass jetzt hier keine Hunter sind. Sind das Hunde oder nicht?
Oh nein. Komm her. Roll. Ist die getötet. Okay, haben wir. Schade, einmal daneben geschossen. Hätte ich noch einen Schuss haben können. Ah, guck mal an, den können wir jetzt holen. Ah, so, okay, so rum funktioniert's. Gut für den Speedrun, das müssen wir uns nochmal merken. Okay. Jetzt benutzen wir aber nochmal die Kurbel. Ja, toll. Wie viel Schuss? 9 oder 7? 7 Schuss. Wir sind echt in den Allerwertesten gekniffen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, nicht so viel Munition zu benutzen. Mich ärgert das immer noch, dass wir die Pflanze 42, dass wir die immer noch mit unserer Pumpgun-Schrott machen mussten. Und nicht mit den schönen Chemikalien. Naja, shit happens. Kann man nichts gegen machen. So. Dann wollen wir mal. So, hier geht's hier lang. Haben wir hier noch was? Nee. Like a candle in the wind. So, bin ich mal gespannt, was mich hier jetzt alles erwartet. Okay. Können wir rein. Da ist eine Schreibmaschine. Gehen wir mal erstmal zur Schreibmaschine hin. Schon wieder speichern? Wir haben ja erst gespeichert. Aber das ist natürlich eine Menge Arbeit damit verbunden. Alte Mine oder sowas, ne? Wer weiß, was sie jetzt hier schon wieder gebaut haben. Wofür braucht ein Herrenhaus eine alte Mine? Haben wir hier noch irgendwas Interessantes für uns, was wir noch so mitnehmen können? Nee. Ich nehme das hier sicherheitshalber sicher einfach. Wenn uns so ein Hunter ankommt, der haut uns einmal eine und dann sind wir weg. Ah, die Kurbel, können wir die benutzen? Ein sechseckiges Loch. Ah, schade, wir haben ja viereckiges nur. Müssen wir nochmal eine zweite Kurbel finden. Mal gespeichert. Innenhof, erstes Untergeschoss. Tja. Ja, ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Das Ding kann man eigentlich auch erstmal hier lassen. Kampfmesser, aber die werden uns auch so wegnaschen. Selbstverteidigungswaffe, ah, die würde ich auch gerne nochmal aufheben. Die würde ich gerne nochmal aufheben. Kann immer sein, dass hier mal irgendwo eine Spinne oder so kommt oder ein Hunter und dann für einen normalen Zombie würde ich die ungern aufbrauchen. Bin mal gespannt, was hier jetzt so ist. Wo geht's denn lang? Hier ist Sackgasse. Dann gehen wir hier erstmal lang. Vielleicht liegt hier irgendwas in der Ecke. Stein. Ein Felsbrocken versperrt den Weg. Das sind Blutflecken. Oh Mann. Okay.
Scheint nicht sehr, sehr stabil zu sein. Hier sieht sauber aus. Ist mal nichts zu sehen. Hier scheint eine Menge rumzuliegen. Okay, ist ja erstmal ganz gut. Hier ist nichts. Was ist das? Stromfunktion für den Zug. Es gibt einen unteren Deckel. Drücken. Ah, okay. Röhre mitnehmen. Okay. Fehlt da etwas? Was ist denn das hier? Eine Röhre. Scheint eine Art Schlüssel für die Stromversorgung zu sein. Die Seiten sind Symbole eingraviert. Sieht mir aus wie römische Ziffern. Okay. Liegt hier noch mehr? Na, hier liegt noch mehr rum. Da hinten blinkt etwas. Im Wasser. Liegt hier noch irgendwo was? Da liegt noch was, okay. Hey, ein Magazin. Wieso liegt denn hier unten ein Pistolenmagazin? Das war einer vergessen, ne? Ein riesiges Loch, wofür das wohl eingegraben wurde. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Was liegt denn hier? Noch ein Magazin. Ich würde ja viel lieber Pumpgun-Munition finden. Okay. Oh Mann, das sieht ja alles echt spektakulär aus. Alles kaputt. Hier kann man doch nichts mehr machen. Vor allem Grundwasser. Enrico, don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico! Enrico! Double crosser. Verdammt, wie ein Förder. Er hat ihn genau ins Herz geschossen. Eine Winde. Besser als nichts. Okay, das war's. Er hält aber noch seine Pistole in der Hand, Mann. Die würde ich gerne mitnehmen. Okay, irgendwo haben wir hier einen Typen, der rumballert. Ah, sechskantig. Hexogen. Besser als gar nichts. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass uns hier irgendwer abknallt. Ha! Wie kommst du denn hier rein? Alter, ich habe die Tür gar nicht gehört.